Ja, ich engagiere mich für die Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Universität an der Lafana Universität Lüneburg im Bündnis Hochschule ohne Grenzen. Und gleichzeitig bauen wir auch ein europäisches Netzwerk auf, welches diese Kooperation überregional noch weitertragen soll. Das heißt Europe Welcomes. Unser Ansatz ist nämlich zu sagen, es gibt halt eine gewisse funktionale Differenzierung zwischen Universität, innerhalb der Universität natürlich auch, zwischen Universität und Zivilgesellschaft. Das beim Aufbau einer Willkommensgesellschaft, auch nachhaltiger willkommensgesellschaftlicher Strukturen, brauchen wir aber eben die Zusammenarbeit von diesen einzelnen Organisationen, Gruppen, und wir brauchen auch eine gewisse Synthese, eine gewisse Symbiose ihrer Aktivitäten. Eine Universität zum Beispiel geht ja nicht in die Geflüchtetenunterkunft, sondern sie lädt einfach andere ein. Aber die Geflüchteten kommen auch nicht automatisch in die Universität. Also brauchen wir halt Brücken. Und genau diese gilt es halt langfristig aufzubauen. Das heißt, was wünschst du dir, was Universitäten tun können, zum Beispiel in deinem Thema Geflüchtete willkommen zu heißen? Also wir wünschen uns von denen Kooperationsbereitschaft für gemeinsame übergeordnete Projekte. Als Beispiel nehmen wir unser erstes Projekt Germany Welcomes to Higher Education, wo es darum geht, erstmal viele spannende Projekte, die sich in den letzten 2, 3 Jahren entwickelt haben, erstmal zu sammeln, zu überlegen, was ist daran eigentlich so innovativ und wie kann man eigentlich Elemente oder aber auch ganze Projekte dann auch verbreiten. Und da sind wir natürlich einerseits auf die Initiativen angewiesen, aber insbesondere auf die Hochschulen, die ja auch Interesse haben, erstens das zu fördern, das vielleicht zu evaluieren, wissenschaftlich aufzubereiten und am Ende aber auch ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und das vielleicht in Programme auch bei ihnen an der Universität zu implementieren. Ich wünsche mir von Studierenden, von uns, dass wir das Engagement, das wir jetzt an den Tag gelegt haben in letzter Zeit, eben auch verstetigen können. Und ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich ist, dann in den nächsten Schritt jetzt eben auch von anderen zu lernen. So diese klare, aufklärerische Attitüde eben auch zu nutzen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich denke, wenn wir da auch eine Dialogbereitschaft schaffen und auch ein Interesse, wie man halt jetzt in welche Richtung sich weiterentwickeln kann, auch Möglichkeiten schafft zur Selbstkritik, dann kann man extrem viel erreichen.